ja, plötzlich denken wir, also schauen wir von dem Spiel, ja, also der Spieler könnte auf rechts oder auf links schießen. Und am Schluss ist wirklich ein Gefühl wirklich auf der Zeitpunkt und man muss einfach ja, die Situation spüren, auch der Lauf einfach schauen, ob es schräg ist oder gerade ist und dann also auf eine Seite wählen und dann voll auf diese Seite. Würde ich sagen, Robin Hood. Fliegen. Ob es ein Superkräfte ist, ja, denke ich schon. Ja, definitiv. Materiell besitzt meine Gitarre. Ja, ich kann mich gut erinnern, das war in Neuenburg und so in der Nähe vom Stadion war ein Musiklager und mit dem Geld habe ich eine Gitarre gekauft. Ja, es freut mich sehr, dass Xamax wieder in die Super League kann spielen und ich freue mich natürlich auf die nächste Saison, dass ich kann auch in La Maladie noch spielen kann, dürfte. Ich würde sagen Victor Hugo, also ein Schriftsteller, der aus Besançon kommt, glaube ich, also in der Nähe von ich, wo ich gewachsen bin. Und ja, so ich mag seine Schrift und ich würde gerne mit ihm noch ein paar Wörter noch sagen. Freude, würde ich sagen. Also, sie kommen hier in Thun, Spiel schauen, immer mit Freude, mit voll Unterstützung. Und auch sie kommen auch bei mir, auch mit Freude. Und ich gehe auch gerne zu meinen Eltern. Und es ist immer eine super Beziehung. Und ich freue mich immer, dass wir auch zusammentreffen können. Ich glaube, die Werte zu vermitteln. Mein Trick, einfach l'exercice, die Übung, ja. Ja, es ist einfach so. Ja, schwierige Frage, aber nein, es ist ein Zusammenhalt, würde ich sagen. Also, zu Hause sind Kinder und Energie ist voll zu Hause und hier muss ich sagen, also tut es auch gut, ja, also die Stress vielleicht vom Zuhause ein bisschen rauszunehmen auf den Platz. An sich selbst glauben. Das ist eine gute Frage. Es freut mich, dass du diese Frage stellst. Man kann, denke ich, viel beeinflussen in diesem Thema und ich bin überzeugt, dass wenn wir etwas provozieren, wenn wir etwas agieren statt reagieren, besonders hier auf dem Platz mit Fußball, also bin ich überzeugt, dass wir das Glück beeinflussen können. Mindfulness, voll Bewusstsein, also so Meditation, Übungen. Ja, die Sprache würde ich sagen, ja. Ja, das kann man schon gut machen, ja. Also für mich ist der Berndeutsch noch ein bisschen schwierig manchmal zu verstehen und ja, natürlich zum Reden. Aber der Zürichdeutsch würde ich sagen, da fürchte ich am besten. Ja, ziemlich klar, mit R und so, und ja, so, es klingt ziemlich klar. Ja, sicher positiv. Er hat einen super Job in Basel gemacht, denke ich.
Ja, jetzt würde ich nicht viel mehr sagen. Ich schaue lieber auf mich und auf den FC Thun. Zusammen stehen, zusammen heben, zusammen siegen.